Heute erkunde ich mit euch ein sehr geschichtsträchtiges, fast schon gewaltiges Lost Place Gelände am Nordrand des Harzes. Genauer gesagt, eher das, was von dem einstigen Gelände noch geblieben ist. Denn die über 100-jährige Geschichte dieses Ortes endete leider, bevor ich mit meinem YouTube-Kanal gestartet bin. So, ich denke, wir sind angekommen. Da vorne sieht man die andere Seite der Straße immer noch. Und diese ganzen Kurgebäude oder wie man das auch mal nennen möchte. Ja, und dass hier wirklich was ganz Großes stand, das sieht man auch hier noch. Hier sind überall Reste von Mauern und von, weiß ich nicht, Holz, alles mögliche. Ein riesiger Schutthaufen wird das hier sein, der noch weiter nach hinten reicht. Und im großen Kontrast dazu das Haus, was wir uns anschauen wollen. Und jetzt schaut euch mal diesen Kontrast an. Das wird garantiert, weiß ich nicht, ein Ärztehaus sein oder irgendwas, was auch im Sinne von Gesundheitsmedizin oder sowas zu tun gehabt hat. Und dahinter ist dieser große Betonklotz aus dem, weiß ich, Brutalismus, war ja so eine Stilrichtung. Vielleicht ist es das. Und daneben dieses alte Haus mit unglaublich viel Holz, Stein und Fachwerk. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir da etwas Großartiges drin finden werden. Im Sinne von... Oh, nur ein Vogel. Ich dachte, da kommt jemand. Also ich glaube nicht, dass wir da was Großartiges finden werden im Sinne von medizinischen Gerätschaften und so weiter und so fort. Aber wir hatten auch schon mal einen Fall, da gab es hinterher im Keller Röntgenbilder und das war sehr interessant. Insofern, man darf ja nicht ein Buch nach dem Einband und so weiter beurteilen oder wie das da heißt. Problem ist jetzt, wir müssen jetzt hier, glaube ich, nochmal über diesen Bachlauf rüber. Ja, das kann ja ein Spaß werden. Mal, guckt mal hier. Hier fließt der lang. Und hier geht es richtig steil runter. Das ist nicht so eine kleine Kraxelei wie eben gerade, sondern... Da musst du schon mutig sein, rüber zu springen und dann die Frage, wie du wieder zurückkommst. Hier kann man einen Pfad ausmachen. Oh, ich sehe ein Eisengeländer. Hier ist eine Brücke. Das sieht man fast gar nicht. Ja, hier ist tatsächlich eine Brücke. Na, hoffentlich hält die noch. Ja, die hält noch. Das ist richtig Metall. Oh, ah, Dornen. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wo geht's ins Haus rein? Aber vorher, finde ich, sollten wir noch mal ganz kurz uns das Haus an sich angucken. Den Baustil. Dieses gute alte Fachwerk, hätte ich fast gesagt. Guckt euch mal das an. Hier unten haben wir irgendwelche Steine oder sowas zusammengestellt. Dann ein bisschen Mörtel oder Lehm oder wie das Zeug heißt da dran. Oben eine Verkleidung aus Holz. Und jedes einzelne Holzbrett, wenn man das nennen möchte, ist unten mit so einer speziellen Form und das Ganze in einer ausgewählten Farbe. Es ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht Stilart-mäßig von dem Zeitgeist damals. Und was mich jetzt wundert ist, dieses runde Ding. Als wenn da mal ein Fenster gewesen ist. Fenster ist ohnehin das Stichwort. Da fällt eins auf. Genau, das sind Plastikrahmen. Die sind auf jeden Fall sehr viel neuer. Und auch da oben sieht man Doppelverglasung. Also dieses Haus muss ziemlich alt sein und wurde sicherlich irgendwann, vielleicht noch gar nicht so lange her, mal irgendwann renoviert. Also wie schade ist es denn, dass es denn dann irgendwann aufgegeben wurde?
So, dann marschieren wir mal hier rum. Hier gleich erstmal einer von diesen Fensterläden. Ach du grüne Neune. Oh, 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 oh. Leute, ich muss euch, denke ich mal, nicht sagen, dass man hier von dieser Stelle aus durch das Außenmauerwerk oben in die erste Etage schauen kann. Dass diese ganze Wand sich nach außen wölbt und dass das ein weit, weit fortgeschrittener Zustand des Verfalls ist. Also, für den Fall, dass wir da reinkommen, also die erste Etage, da bin ich mir jetzt schon sehr unsicher, was wir damit machen werden. Oh, ist das schöne Architektur. Würde heute so niemand mehr jemand bauen. Mit diesem runden Bogen da oben, da wird sicherlich eine Terrasse, ein Balkon oder irgendwas sein. Irgendwas in der Richtung. Ein Balkon wird es sicherlich sein. Hier unten hat man irgendwas mit so Drahtgitter irgendwie gesichert. Sieht aus wie, ja, sieht aus, als wenn es nachträglich dran gebaut wurde. Weil hier auch keine Fenster mehr drin sind. So, und da vorne sehe ich auf jeden Fall eine offene Tür. Und ja, die Treppe ist da, also ist das Ziel wohl klar. Ich gucke gerade hier wegen der Straße. Man hat irre viele Leute. Ist zwar hier ziemlich zugewuchert, aber trotzdem kann man... Also, rein. Treppe. Rollstuhlzufahrt. Wie immer die Kunstblumen da hingekommen sind. Wow. Das hier hatte wohl die besten Tage hinter sich. Hier kommt das ganze, hier kommt der ganze Putz von oben runter. Liegt hier unten. Ah, okay, okay. Also, erste Etage fällt raus. Sieht man ganz klar, wie alles von oben runterkommt. Also es ist feucht von oben, das Dach ist mit Sicherheit nicht in Ordnung und das kommt, naja, wie man das halt so kennt, etagenweise runter. Ich zeige euch dann am besten nur das, was wir hier haben. So rein in Sicherheit. Und das wäre als erstes ein Badezimmer. Vom Stil her, weiß nicht, wie kann man das einordnen? 100 Jahre ist es sicherlich nicht alt. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, 60er. Könnt mich da gerne in den Kommentaren berichtigen. Aber ich würde sagen 60er. Guck mal da oben, der Schimmel. Und auch an der Wand der Schimmel. Sehe ich jetzt, wie es jetzt alles ausgebreitet hat. Da oben sind irgendwelche Rohre. Die sind auch komplett mit diesem Schimmel voll. Der breitet sich hier wirklich aus. Oh, eine große Küche. Eine verschwenderisch große Küche. Mit dem zurückgelassenen Schrank, der übrigens auch so irgendwie in die 60er, 70er Jahre reinkommt. Man kennt es aus vielen Lost Places, diese Hochglanzoberfläche, wobei die hier nicht unbedingt spiegelt. Gibt es noch schlimmer. Und dann haben wir noch einen Kühlschrank. Interessanterweise, also klar, es wird natürlich mit der Zeit immer ranziger, aber richtig dreckig ist er nicht. Das Einzige, was mich wirklich hier wundert, das ist dieses Kochfett, was hier einfach noch angeschlossen ist. Und hier drauf steht, als wenn man hier irgendwie notdürftig eine Küche eingerichtet hätte. Vielleicht hat hier mal ein Obdachloser drin gewohnt. Wäre die einzige Sache, die mir einfällt. Auch hier, bei der Tür zur Küche, ist der Verfall extrem stark zu sehen. Hier sieht man mal, wie das Mauerwerk komplett schon auseinanderbröselt. Durch die Feuchtigkeit. So, und was haben wir dann hier? Oh. Ein großer Raum. Der rausführt zur Terrasse. Ein Raumtrenner.
Also wirkt so, als wenn hier mal irgendwie so eine Schiebetür oder sowas drinne gesessen hätte, ne? Und dann so ein Raum übers Eck mit den Überresten eines Spiegels. Ich muss natürlich nicht sagen, dass dieses ganze Chaos und vor allen Dingen dieser Vandalismus, der hier ist, wirklich furchtbar ist. Aber ich finde es schön, dass trotz dessen noch ein bisschen was zu sehen ist, wie zum Beispiel ein alter Lampenschirm. Kann man natürlich wieder fragen, aus welcher Zeit er stammen könnte. Der Leuchtstrahler, also der Fluter, ist natürlich bei weitem neuer. Auch schon mit Kunststoffgehäuse und so weiter. Aber auch da kann man nur schätzen. Hier haben wir natürlich irgend so ein Etikett drauf. Manchmal steht ja irgendwie ein Produktionsjahr oder sowas drauf. Aber in diesem Fall leider nicht. Aber die Marke ist interessant. OK 500. Das ist wieder ein Fall für Google. Ich bin mir sicher, bei irgendeinem Discounter gab es das. War das Aldi? Ich bin mir nicht sicher. Aber in dem Fall wäre es auf jeden Fall ein ziemlich neues Modell, muss man sagen. Gibt es diese Marke überhaupt noch? Weiß ich auch nicht. So Leute, und zum Thema Verfall, zum Thema natürlicher Verfall in dieser Angelegenheit, guckt euch das an. Ich mache am besten mal Licht an, damit ihr das auch richtig sehen könnt. Hier kommt alles runter. Hier kommt nicht nur die Zwischendecke runter, nein, das, was wir da oben sehen, ist sogar noch der Teppich. Eine vortreffliche, na, ich hätte es fast gesagt, Falle. Man ist oben in der ersten Etage, denkt vielleicht an nichts, denkt nicht an die Löcher, weiß nichts davon, tritt dann auf den Teppich, auf die berühmte böse Stelle und dann, naja, die Bewegungsrichtung ist dann wahrscheinlich vorgegeben. Äußerst gefährlich. Oh, wenn man sich das mal hier anschaut, hier diese, die Decke hier, also diese, wie nennt man das? Diese Umrahmung. Das ist richtig herrschaftlich, also richtig villenartig aufgebaut. Ja, es war bestimmt mal sehr prunkvoll, kann ich mir vorstellen. Vor einiger Zeit. Nur jetzt nicht mehr. Traurig. Tja, da wir hier nicht weiterkommen, weder nach oben noch in den Keller, muss es wohl draußen eine weitere Eingangstür geben. Und da würde ich sagen, gehen wir mit der gebotenen Vorsicht. Ja, der gebotenen Vorsicht mal hier rum. Ah ja. Ebenfalls offene Eingangstür. Oh je. Ah, hier geht das so weiter. Guck mal, das ist alles aus Holz. Hier geht die Treppe nach oben. Da mag ich mich gar nicht draufstellen. Das ist auch Holz. Ja, und von hier aus schon kann man da oben sehen, dass da sowieso Endstation gewesen wäre. Schade. Tja, ich würde sagen, dann gehen wir mal in den Keller. Und nein, wir benutzen nicht die Holztreppe. Das hier draußen scheint mir dann doch ein bedeutend sicherer. Hier liegt einfach mal ein Wischmopp. Oh, ist das hier eine Mückenplage? Meine Güte. Meine Güte. Oh, der Keller ist groß. Das gesamte Gebäude ist unterkellert. Ich mach mal Licht. Hätte man das gedacht? Also hier ist die Treppe und erster Raum ist klar, ne? Heizung. Moderne Heizung eigentlich, wenn man das mal so sagen darf. Gibt es hier wenigstens ein Typenschild? Es gibt immer auf einer Heizung ein Typenschild. Tja, nur leider. Hier unten. Hier haben wir was. Bauart, Gasart. Ja. 1975 steht da unten drauf. Das heißt, wir würden dann nicht mehr von Jahrhundert alt sprechen, sondern nur noch, also jetzt natürlich saniert, von etwa 50 Jahren.
grob, ne? Plus, minus und sowas. Hier ist nichts weiter großartig drin, aber ich habe eben gerade hier aus dem Augenwinkel, genau hier, guck mal, Wasserflaschen gesehen. Die stehen auf jeden Fall hier schon länger. Das ist nichts, was irgendjemand vor kurzem hier abgelegt hat. Leute, es ist sehr schwer zu lesen. Ich habe auch ein bisschen gebraucht und die Taschenlampe so ein bisschen schräg halten müssen. Aber Datum ist 2007. Die Frage ist halt nur, ist das erst seit 2007 verlassen? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Oh, hier liegt eine Zeitung. Hier liegt eine Zeitung. Das ist ja nett. Campus Berlinale 98. Februar 1998. Tja, das ist natürlich jetzt die Frage, inwieweit das jetzt einzuordnen ist, also die beiden Daten. Gute Frage. Der Raum da hinten sieht sehr interessant aus, zu dem kommen wir gleich. Das Bett sieht auf jeden Fall interessant aus. Hier vorne wird es aber auch schon interessant. Das ist ein Aufzug. Ein alter Essensaufzug. Essensaufzug deswegen, weil hier neben gleich die Küche ist, die wir uns auch angucken werden. Aber guckt euch mal an. Das ist mit so einem Seil. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist einfach mit so einem Strick. Normalerweise ist das immer so ein Stahlseil. Ich meine, so kennt man einen Aufzug. Aber hier, klar, der muss natürlich nicht so viel leisten. Aber wo geht das denn da hin? Seltsam. Das muss doch in die erste Etage hochgehen. Alles andere würde ja fast keinen Sinn machen, denn eben gerade im Erdgeschoss haben wir nichts gesehen, wo der irgendwie landen könnte, der Aufzug. Tja, und das sind hier die Überreste vielmehr einer Küche. Zwei, drei Schränke, die waren wahrscheinlich mal hängend an der Wand. Hier haben wir noch eine Zeitung. 21. Februar 98 könnte allerdings die gleiche Ausgabe sein, nur eine andere Seite. Dann haben wir ein E-Herd. Oh, und irgendwie noch ein Lagerraum. Und hier sind auch ein paar Blumen. Das würde auch erklären, woher diese Kunstblumen kamen. Tja, und zu den Kunstblumen haben wir noch das hier. Lacke, Farben, irgendwas. Renovierungsfarbe. Das könnte natürlich, also das würde ja fast ins Bild passen, oder? Vielleicht wollte man das Ganze wirklich renovieren. Denn schaut mal auch hier, die ganzen Schränke sind ja einfach von der Wand abgezogen. Von der Wand abgezogen, als wenn man sie abtransportieren wollen würde, als wenn man es ausräumen würde. Und naja, man hat das Ganze irgendwann nicht gemacht. Die Schränke sind natürlich wahnsinnig alt. Ne? Auch wieder 60er Jahre, wie auch schon oben. Und dann hat man sie vielleicht einfach hier stehen gelassen und zu einer wirklichen Renovierung ist es dann vielleicht wegen finanziellen Mitteln gar nicht mehr gekommen. Wie man das halt so kennt. Und tja, jetzt haben wir hier den letzten Raum. Und dieses Bett ist natürlich, also in Sachen Verfall, natürlicher Verfall, eine ganz große Nummer. Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu großartig sagen soll. Verfall, Zeitgeschichte, weil es wird sicherlich viele, viele Jahre hier schon stehen. Einfach mal wieder zum Anfassen. Seltsam ist natürlich wieder einmal, wie kommt ein Bett hier runter? Also hier wird wohl bestimmt keiner geschlafen haben. Ist auf jeden Fall nicht einladend. Vielleicht war das einfach nur ein Lager. Vielleicht hat man es von oben runtergeholt und dann hier erstmal platziert. Das andere würde ja auch fehlen. Irgendwie Tisch, Nachttisch oder irgendwas. Toilette. Toilette ist übrigens auch hier unten eine gute Frage. Spätestens da wäre es auf jeden Fall etwas, was fehlen würde. Tja, und ich fürchte, dann ist damit unser kleiner Rundgang schon beendet. Schönes kleines Haus. Interessanter Lost Place. Ein wahrer Lost Place auf jeden Fall. Nicht besonders viel Einrichtung drin. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Und ja, schaut gerne beim Luca vorbei, der ist unten natürlich verlinkt. Wir müssen uns gleich nochmal vorne was angucken. Da gibt es nämlich noch etwas, das muss ich euch noch zeigen. Das gehört auch zu diesem Haus dazu, zu diesem Arzt- und Kur-Thema. Steil, steil, steil. Steil,
steil, steil geht's hier hoch. Freunde, der eine oder andere hat es vielleicht schon erkannt, wo wir sind. Hier stand er mal. Ich hoffe, ihr könnt mich halbwegs verstehen, weil es hier so ein bisschen windet. Das kann ich jetzt nicht ändern. Hier stand mal ein riesig, riesig, riesig großer Lost Place. Also die Übermutter eines Lost Places. Der Harzburger Hof. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Leider vor meiner Zeit. Leider vor meiner Zeit. Er ist irgendwann in Flammen aufgegangen, abgebrannt. Und auf Google kann man das Gerippe noch nachträglich sehen, was noch über ist. Ja. Sowas ist wirklich schade. Warum dieses Haus da noch steht? Gute Frage. Vielleicht ist es einfach ein anderes Grundstück. Die Frage ist außerdem, was es wirklich war. Luca meinte eben gerade, da steht Waldfrieden drauf oder sowas. Das hört sich natürlich weniger nach einem Kurdings an, was die Richtung wäre, sondern eher irgendwas zugehörig zu diesem, ja, zu diesem Gasthaus, Hotel, zu diesem riesigen Ding. Ja, und ich glaube, hier ist das letzte davon, was noch übrig geblieben ist und daran erinnert. Mal abgesehen von dem Schutthaufen. Das Schild. Ich müsste nachgucken, ob es das Originale ist. Oder ob das Originale so ausgesehen hat. Hinten sind die restlichen Teile davon. Also würde mich natürlich sehr wundern, dass man das dann ganz gelassen hat. Wer weiß, wie es dazu gekommen ist. Tja. Und wir können jetzt hier nur noch einen abschließenden Blick auf das werfen, was übrig geblieben ist. Ein bisschen Stein, ein bisschen Beton, ein bisschen Stahlbeton und Stahlträger und ja. Noch weitere 10 Jahre und auch selbst das wird überwuchert sein von irgendwelchen Pflanzen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Ciao.